Also das, was wir erstmal machen, ist etwas Storytelling, weil es schwierig ist, so ein Produkt zu erklären, an den Mann zu bringen. Es ist nicht so einfach. Wir müssen halt das Erlebte hier in der Residenz erzählen. Also die Zielgruppe ist, in der Saison sind es Familien, die miteinander ein paar Tage, ein paar Wochen verbringen wollen. Und außer Saison, also das heißt von Oktober bis Mai, sind das etwas ältere Leute, die mehr Zeit haben, die auch ein bisschen mehr Raum haben wollen und mehr Freiheit, was Tagesablauf angeht. Mhm. Jüngere Leute sind auch interessant für bestimmte Phasen, wo sie dann nur für ein paar Tage kommen, wenn wir eine Veranstaltung haben, zum Beispiel für die Musikfest oder sowas, dann ist es sehr interessant, wenn man mehrere Apartments gleichzeitig mietet und in diesen Apartments sozusagen so ein Treffen macht, weil sieht ja hier aus wie ein Viertel. Dann für die Familien ist es sehr interessant, das haben wir von europäischen Familien gehört, dass sie es sehr schön finden, dass die Kinder keinen Miniclub haben und keine Veranstaltungen für sich haben, sondern mit den Eltern den Urlaub verbringen, und das ist eine neue Art sozusagen Urlaub zu erleben. Das mögen die Familien besonders. Und ihr seid jetzt gerade dabei, Strategien zu entwickeln, um diese Zielgruppe zu erreichen. Es sind ja doch sehr viele verschiedene, und es bedarf sehr vieler Kommunikationskanäle, um das zu machen. Ja, wer hilft euch da? Also jetzt werden wir sehr viel von Journalisten geholfen, die Geschichten erzählen können, also das Erlebte erzählen wollen. Wir sind auch anders als die anderen Ressorts, und deshalb mögen die Journalisten auch unsere Anlage, weil sie ja viel dazu erzählen können. Und das hilft uns natürlich, unsere Anlage bekannt zu machen, dadurch, dass wir eben anders sind.